So, zur Beschriftung einer Zeichnung brauche ich ja öfters mal Linien, gerade Linien, gebogene Linien, eine Linie ohne etwas vorne und hinten dran, einen Pfeil, was auch immer. Und das möchte ich jetzt zeigen, und zwar nutze ich dazu dieses Werkzeug Bézier-Kurven und gerade Linien zeichnen. Wenn ich dieses Werkzeug hier angewählt habe, gibt es zunächst mal die Möglichkeit, hier verschiedene Modi auszuwählen, unter anderem eben hier den Typ Bézier-Kurve. Ich zeichne mal gerade. Normalerweise ist ja so, man klickt und zieht dann irgendwo hin. Hier kann ich also einfach einmal klicken und auch loslassen und dann klicken und ziehen zum Beispiel und nochmal klicken und ziehen. Ich kann auch zwischendurch einfach nur klicken, dann habe ich mal eine gerade Linie und wieder ziehen. Am Ende mache ich einen Doppelklick. Dann habe ich jetzt hier eine Bézier-Kurve definiert. Ich habe dann noch die Möglichkeit, Spiralpfade zu erstellen. Ehrlich gesagt, so richtig toll finde ich die nicht. Zumindest kommen die einem irgendwie so ein bisschen komisch vor. Also beim Zeichnen vor allem denkt man, man hat wieder eine Bézier-Kurve. Aber wenn man dann abschließt, dann kommt eben so ein Spiralpfad raus, also mit Kreisteilen. Wenn ich das mal ein bisschen bearbeite, dann sieht man dann eher, wie das ist. Irgendwie, ich habe Punkte gesetzt und durch diese Punkte werden dann eben Kreislinien gezeichnet. Ja, ist so ein bisschen komisch, aber diese Möglichkeit gibt es eben. Ja, und dann gibt es hier noch die Möglichkeit, den Modus Erstelle Folge von geraden Liniensegmenten erstellen. Das kann man im Prinzip, ja, das kann man ganz einfach so machen. Klick, klick, klick. Doppelklick am Ende. Das kann ich übrigens auch mit dem Bézier-Modus verwenden. Nämlich einfach klicke, machen. Einfach klicken und schon fertig. Und was noch ganz interessant ist, ist eben hier achsenparallele Linien. Also da habe ich garantiert nur senkrechte Linien, egal wo ich hinzeichne. Da brauche ich nicht drauf achten, wo ich es hinzeichne, sondern das wird immer senkrecht und waagrecht sein. Okay, also solche Linien kann ich zeichnen, was immer ich da verwende. Ich lösche sie erstmal. Nehmen wir mal eine gerade Linie, da können wir dieses oder dieses hier nehmen. Eine gerade Linie und ja, das Problem ist jetzt, ich habe jetzt vergessen, doppelt zu klicken, sodass ich weiterzeichnen würde. Jetzt habe ich wieder vergessen. Also, um eine Linie zu beenden, muss ich doppelt klicken und dann sieht man das auch gleich. Das Problem ist, wenn ich jetzt das hier mache und sage, oh verdammt, ich habe vergessen, doppelt zu klicken und ich drücke Escape, dann wird die ganze Linie gelöscht. Aber ich kann meine Linie, die ich hier aus Versehen zu lang gemacht habe, verkürzen. Dazu brauche ich also hier das Knotenbearbeitungswerkzeug und kann dann entweder die Knoten so markieren, indem ich das aufziehe, oder sie einzeln mit der Entfernen-Taste löschen. Und schon habe ich meine kurze Linie. Zur Erinnerung nochmal, ich hatte das in einem anderen Video gezeigt. Wenn die Lage der Linie verändert werden soll, niemals hier das so machen, sondern immer den Knotenanfasser, denn nur so bleibt die Linie auch gleich dick. Wenn ich das anders mache, verändert sich die Dicke der Linie. Und man will ja meistens gleich dicke Linien immer haben. Und damit das nicht passiert, muss man also das Knotenwerkzeug nehmen. So, was jetzt vielleicht noch interessant wäre, ist, dass man mal einen Pfeil einbaut. Und dazu brauche ich die Objekteigenschaften unter Füllung und Kontur. Und dazu hier unter Muster der Kontur. Vielleicht gerade noch, weil ich das in dem letzten vergessen habe, in einem anderen Video zum Aussehen. Und zwar kann ich natürlich hier die Linie definieren, wie die aussehen soll. Gepunktelt, gestrichelt, gestrichpunktelt. Gibt es viele Varianten. Und hier kann ich noch den Versatz einstellen. Das heißt quasi, wo fängt das Muster an bei der Linie? Und zum Beispiel, wenn ich Strichpunkte habe, dann ist es ja ein Unterschied, ob es mit einem Punkt oder mit einem Strich beginnt. So, also so kann ich die Linie
das Aussehen der Linie verändern. Und jetzt gibt es hier Möglichkeiten, Anfangsmarkierungen, Endmarkierung und Markierung dazwischen festzulegen. Dazu muss man sich im Prinzip daran erinnern, wie habe ich das gezeichnet? Ich habe es ja von links nach rechts gezeichnet. Also ist ja hier meine Endmarkierung. Und das heißt, wenn ich da zum Beispiel einen Pfeil haben will, muss ich hier die Endmarkierung auswählen. Und da gibt es dann verschiedene Pfeile, verschiedene Arten von Pfeilen. Und man muss jetzt quasi das Richtige raussuchen. Und zwar soll ja mein Pfeil nach außen gehen. Und es soll ein Endpfeil sein. Und dann probieren wir mal, ob das gerade passt. Also Arrow 1, das ist der Typ. End, Ende, da drüben. Und dann steht da noch L, das bedeutet Large. Wenn ich jetzt mal nach dem gleichen suche, ich habe Arrow 1, L, End. Dann gucken wir mal nach Arrow 1, S, End. Das ist also Small, die kleine Variante. Leider kann man die Größe dieser Pfeilspitzen, Pfeilenden nicht getrennt wirklich verändern. Man hat nur diese drei Möglichkeiten, Large, M wie Mittel und Small. Allerdings verändert sich die Größe des Pfeiles auch mit der Strichdicke. Das heißt, wenn ich meinen Strich dicker mache, wird eben auch die Pfeilspitze größer. So, wenn ich will, kann ich natürlich auch am Anfang etwas machen. Da sollte man dann vielleicht das passende, da hat man so einen Pfeil. So, jetzt bin ich gerade wieder weg. Markierung dazwischen, dazu findet man, glaube ich, eine Information, wenn man hier rüber geht. Also hier geht es darum, wenn ich eine Linie habe, die mehrere Knoten besitzt, dann wird das in der Mitte gemacht. Das geht hier nicht. Warum nicht? Weil ich in der Mitte keinen Knoten habe. Das heißt, ich kann das nicht verändern. Wenn ich mir aber nochmal schnell eine Linie zeichne mit einer Ecke. So, was habe ich jetzt gerade gemacht? Oh, irgendwie ist gerade mein Computer etwas langsam. So, und dann würde ich eben in diesem Fall zum Beispiel in der Mitte an diesen Knoten Punkten haben. Anfang und Ende, das muss ich hier dann jeweils hier festlegen. Und da kann ich verschiedene Varianten verwenden. So, das sind jetzt also die geraden Linien. Jetzt möchte ich vielleicht auch einen gebogenen Pfeil haben. Und dazu brauche ich im Prinzip die Bézier-Kurve. Man könnte jetzt allerdings sogar auch direkt diesen Pfeil hier nehmen. Ich habe ihn ja jetzt. Ich muss mal gerade gucken, ob es überhaupt geht. So, ja. Und zwar habe ich den Pfeil jetzt quasi gerade gezeichnet und habe ihn mit dem Knotenwerkzeug, ich mache es gerade nochmal rückgängig, einfach hier irgendwo drin angefasst. Und dann habe ich tatsächlich die Möglichkeit, den zu verbiegen. So, und indem ich das jetzt verbogen habe und jetzt gerade nochmal draufklicke, erscheinen da noch zwei weitere Anfasser. Das sind die sogenannten Knotenanfasser, die jeweils zu einem Knoten dazugehören. Und diese Knotenanfasser gehören zu den Bézier-Kurven dazu, indem sie die Lage oder die Richtung festlegen, in der eine Kurve weggeht. Man sieht also, mit dieser Linie bestimme ich die Richtung, in der meine Linie von dem Knotenpunkt hier weggeht. Und die Länge dieser dünnen blauen Linie bestimmt, wie sehr ich mit dieser blauen Linie die Richtung festlege, wie sehr das in diese Richtung gezogen wird. Also sehr kurz bedeutet, es geht zwar in die Richtung, wird aber schnell dann zum anderen Knoten gelenkt. Lang wird sehr lang in Richtung dieser Linie gezogen und später erst dann dahin gelenkt. Genau hier das Gleiche. Da kann ich also das entsprechend festlegen. So, und so habe ich eben die Möglichkeit, also gebogene Linien einzustellen. Ein bisschen ungünstig ist, dass mit dem letzten Punkt auch der Pfeil so verschoben wird. Wenn ich also zum Beispiel dieses hier mache,
dann sieht das so aus, als ob der Pfeil nicht gar nicht richtig auf der Linie liegt. Da könnte ich natürlich mehr in die Richtung ziehen. Oder eine Idee wäre, ist, dass ich einen zusätzlichen Knoten einfüge. Und das steht auch unten in der Statuszeile. Ich kann per Doppelklick einen zusätzlichen Knoten einfügen. So, und dann könnte ich zum Beispiel hier in meinem letzten Knoten die Richtung bestimmen und hier festlegen, wie die Linie dann hier quasi ankommt. So, ob man so einen Pfeil jeweils machen wird, ist ja egal, aber vom Prinzip her ist das eben möglich. Ja, ich denke, damit ist soweit alles geklärt. Was die Reihenfolge betrifft, erster und letzter Punkt, kann ich das nicht verändern. Ich kann natürlich auch, wenn ich zum Beispiel von hier nach hier diesen Pfeil zeigen lassen will, das verändern. Ich muss einfach nur an dieser Linie hier quasi entsprechend anderen, eine andere Darstellung suchen. Der heißt jetzt Tail. Und wenn ich Glück habe, finde ich eine entsprechende umgedrehte Variante. Aber die gibt es leider nicht. Wenn ich das also vertauschen will, müsste ich im Prinzip meine Knoten nehmen und sie halt dann quasi vertauschen, damit ich dann den Pfeil von links nach rechts habe. Anders geht es also nicht, wenn nicht zufälligerweise hier eine entsprechende Markierung am Ende oder am Anfang vorhanden ist, sonst muss ich einfach die Punkte vertauschen.